Fällt es dir schwer, Ordnung zu halten? Bist du es leid, dass das Aufräumen immer Ewigkeiten dauert? Dann solltest du dich mit dem Thema Minimalismus beschäftigen. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Und im heutigen Video sprechen wir über Minimalismus und die besten Tipps, mit denen du dein Wohnzimmer auf Vordermann bringen kannst. Bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, abonniere bitte unbedingt meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Was ist Minimalismus? Falls du noch nie auf meinem Kanal warst, hier beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Thema Minimalismus. Minimalisten konzentrieren sich auf Dinge, die für sie besonders wichtig sind. Als Minimalist trennst du dich deshalb regelmäßig von Dingen, die du nicht brauchst. Ein riesiger Vorteil dabei ist, dass du weniger aufräumen und sauber halten musst. Du vereinfachst dein Leben also. Minimalismus im Wohnzimmer. Auch in deinem Wohnzimmer gibt es vermutlich Bereiche, die du entschlanken und vereinfachen kannst. Welche Bereiche das sind und wie du sie künftig einfacher halten kannst, das besprechen wir jetzt. Couchtisch. Dein Couchtisch sollte nach Möglichkeit nicht nur schick aussehen, sondern dir Platz und Stauraum bieten für den Kleinkram, der sich im Wohnzimmer nun mal schnell ansammelt. Bei mir liegen zum Beispiel gern Haarschmuck, Zeitschriften und Kopfhörer herum. Unser Couchtisch bietet zwar eine Verstaumöglichkeit für den ganzen Kram, aber so glücklich bin ich mit der noch nicht. Persönlich hätte ich gern mehrere Schubladen. Mach also nicht den gleichen Fehler wie ich und kauf dir einen Couchtisch nur, weil er dir gut gefällt, sondern überleg vorher auch gleich, ob er dein Zuhause vielleicht ein klein bisschen ordentlicher erscheinen lässt. Deko. Deko geht eigentlich immer, oder? Die lässt sich prima shoppen, auch wenn man gar nichts braucht. Hier liegt aber schon das Problem. Wenn du eigentlich schon genügend Deko hast, dann sieht es nicht gut aus, wenn du noch mehr Zeug dazu packst. Dekoration wirkt nämlich nicht, wenn du zu viel davon hast. Dann wird es schnell unübersichtlich und überladen fürs Auge. Abgesehen davon musst du viel mehr Staub wischen. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden, oder? Überleg dir also, welche Stücke du besonders schön findest und trenne dich vom Rest. Teppiche und Kissen. Das Kissen mit dem Häschen sah so süß aus, da konntest du einfach nicht widerstehen. Schwierig wird's dann, wenn deine Couch ohnehin schon überquillt mit Kissen. Oder wenn das Häschenkissen rosarot ist und eigentlich gar nicht zum Rest des Wohnzimmers passt. An dieser Stelle ein dickes Sorry an meine männlichen Zuschauer. Rosa Häschenkissen sind sicherlich ein Extrembeispiel, mit dem sich nicht jeder identifizieren kann. Mir ist ehrlich gesagt gerade nichts Besseres eingefallen. Ich glaube aber, du weißt trotzdem, worauf ich hinaus will. Achte bei der Wahl von Textilien in deinem Wohnzimmer darauf, dass es stimmig ist. Kauf keine Kissen, Textilien oder Vorhänge, die nicht zum Rest des Wohnzimmers passen. Vermeide Impulskäufe, zum Beispiel bei den Couchkissen. Sonst hast du am Ende des Tages entweder eine Couch, auf der du keinen Platz mehr hast, oder du musst die überflüssigen Kissen irgendwie in den Schrank stopfen. Und das ist ja auch doof, oder? Bücherregale. Bücher sind toll. Sie entführen uns in ganz neue Welten. Aber das Bücherregal ist auch ein Platz, wo sich schnell Sachen ansammeln, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Buch nochmal lesen wirst, dann überleg, dich davon zu trennen. Du kannst versuchen, das Buch zum Beispiel zu verkaufen. Das ist meiner Erfahrung nach eher schwierig, weil gebrauchte Bücher einfach zu sehr niedrigen Preisen gehandelt werden. Meistens ist es also die Mühe nicht wert, die du dir dabei machst. Viel spannender finde ich es persönlich, Bücher zu tauschen. Eine einfache Möglichkeit hierzu sind sogenannte Büchertauschstationen. Dort stellst du die Bücher rein, die du nicht mehr brauchst und kannst dir kostenlos Bücher mitnehmen, die du lesen möchtest. Überleg dir auch zweimal, ob du dein Bücherregal dekorieren möchtest. Das macht es nämlich deutlich schwieriger beim Staubwischen. Und ein Bücherregal an sich wirkt meistens ohnehin gemütlich. Kabelmanagement. Um Fernseher und PC herum sammeln sich gern viele Kabel an. Das sieht nicht nur schnell chaotisch aus, sondern es ist auch schwieriger sauber zu halten.
Deutlich schicker wird es, wenn du den Kabelwust ordentlich verstaust. Zum Beispiel mit Kabelboxen oder Kabelkanälen. Farbschema. Wenn du dein Wohnzimmer möglichst ruhig und entspannend gestalten möchtest, dann wählst du am besten neutrale Farben, wie zum Beispiel Weiß, Naturfarben oder Braun. Natürliche Materialien wie Holz oder Kopfwand machen ein Zimmer erst gemütlich. Wenn du mehr Farbe möchtest, dann konzentriere dich auf ein Highlight, zum Beispiel ein besonderes Bild oder ein poppiges Kissen. Halte den Rest eher ruhig. Für dunkle Ecken kannst du Steh- oder Tischlampen verwenden, um sie zu beleuchten und gemütlicher zu machen. Blu-rays und DVDs. Es ist toll, eine Auswahl an Lieblingsfilmen zur Verfügung zu haben. Aber oft sammeln sich im Laufe der Zeit viele Filme an, die wir eigentlich gar nicht mehr gucken. Platz brauchen sie trotzdem. Überlege dir, welche davon du wirklich noch brauchst und trenne dich vom Rest. Versuche auch, die Blu-rays möglichst so zu verstauen, dass man sie nicht sieht. Gerade DVDs und Blu-rays wirken schnell unaufgeräumt. Aufbewahrungsboxen. In deinem Wohnzimmer liegt überall Kleinkram herum. Dann brauchst du unbedingt Aufbewahrungsboxen. Die helfen dir nämlich dabei, den Kleinkram zu organisieren und zu verstecken. Außerdem nutzt du deinen Platz so viel besser aus. Kaufe Boxen, die zu den Farben in deinem Wohnzimmer passen. Überleg dir auch vorher, ob sie zu den Maßen in deinem Regal passen. Mir ist hier schon der ein oder andere Fehler passiert, weil ich Boxen gekauft habe, die eigentlich zu groß waren für mein Regal. Das ist dann doppelt ärgerlich. Geld ausgegeben und Boxen, mit denen ich nichts anfangen kann. Besonders harmonisch sieht es übrigens aus, wenn du dieselbe Box gleich mehrfach kaufst. Und nebeneinander oder übereinander stellst. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, dein Wohnzimmer übersichtlicher zu gestalten und ersparen dir künftig nervige und überflüssige Hausarbeit. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute, deine Jasmin.